Hallo und herzlich willkommen zurück zur 26. Folge von Alien Isolation. Wir befinden uns immer noch auf diesem Raumschiff und die Leute da vorne, ich habe keine Ahnung, wer es ist, die sind mir gerade hinterhergelaufen, wollen mir was ganz Schönes zeigen. Da würde ich doch mal sagen, gehen wir mal gucken, was da noch so Feines auf uns lauert. Das leuchtet ja cool. Oder ist da die Textur nur kaputt? So. Na, und sonst so. Sieht ja schon ein bisschen komisch aus, ne? Mach ich. Was ist denn da? Ich geh doch da jetzt nicht runter. Nee, das kannst du knicken, Junge. Ich kann da mal runter gucken. Aha, wunderschön. Alter, das Ding ist doch nicht sicher, oder? Wo ist denn die Frau hin? Oh, wo sind die alle schon da unten? Na toll. Ah, super. Ja, wollen wir mal da runter. So, kleiner Bügel ran. Tschüss. Kannst du mir ruhig den Daumen zurückgeben. Oh Gott. Best idea ever. Lassen wir uns einfach irgendwo runter, ist bestimmt sicher. Mhm. Boah. Okay. Ich bin ja jetzt nur Ingenieur und sonst kein größer Experte, aber ich würde jetzt nicht so nah unbedingt an die Dinger rangehen. Ist vielleicht nicht so gesund. Leute. Geh doch mal mit dem. Geht doch nicht so nah daran. Ja, habe ich jetzt gesehen. Können wir jetzt gehen? Ich habe ja nur gewarnt. Als ob ich es gewusst hätte. Ja. Du musst mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten? Eine riesig große Windel? Ich möchte nicht weg. Kann ich hier bleiben? Oder haben Sie ein Eis? Ein Eis? Eine Currywurst. Hier drin? Ich geh mal gucken. Wow, eine Taschenlampenbatterie und Sensoren. Das ist voll nett von dir. Genau, das habe ich gebraucht. Und was ist das denn? Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Es ist ein Tier? Oh. Naja, ich würde eher sagen, ne, irgendeine Lebensform. Okay. Ich mag dich nicht. Also. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Warte, ich schon wieder? Kann er nicht Marlow machen? Der sitzt so nur sinnlos da drin rum. Marlow. Ja, dann nicht.
Moment, ich... Hier gehen so viele Türen auf einmal auf. Ich speichere erstmal nochmal. So. Was sagt denn hier meine schlaue Karte? Was ist denn das für ein Ding? Moment, wie war denn das hier? Schloss mit Zugangscode. Okay, das ist alles so wie... Okay, wir sollen komplett zurück zum Transit. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wir gucken jetzt erstmal hier um, jetzt, wo die ganzen Türen offen sind. Okay, ein Terminal haben wir. Jetzt mal meine Medizin genommen, aber die war der... War die ja nicht gut genug. Okay, das sieht cool aus. Und ein Testbild? So, was haben wir denn hier? Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ja, wenn die stillgelegt wird, die Station, dann suchen wir uns eine neue. Beziehungsweise alle anderen. Okay, das Ding ist zu. So, Terminal. Beschlagnahmt. Woche vom 11.11.2137. Malo H. Munition, Waffen, Diverses. Malo H. Level 3 Plasmaschere unbefugt. Malo H. Flugschreiber Eigentum von Weyland Yutani USS Nostromo. Malo H. Uhr, Brieftasche, persönliche Gegenstände. Malo H. Vermutlich geschmuggelte Medikamente. Pharmax, Naprolove, keine Zollstempel. Nein. Mist, Moment. So. Fehler, kann nicht gelesen werden. Audio. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Okay, so. Zubehör haben wir nichts. Audio, freigegeben haben wir auch nichts. So, da haben wir das alles. Okay, hier sind hier wieder Sachen drin. So, noch eine Tür. Okay. Ja. Interessant. Oh, sonst kann man hier nichts machen, oder? Zum Glück ist ein Alien hier jetzt momentan nicht. Eine alienfreie Zone. Na, und dir so? Wie geht's dir? Bist du für Augenlider? Blinzelnummer. Kannst du mal mit aufhören, so zu blinzeln? Blinzeln am besten nicht mehr. Hör auf zu piepen. So, ein paar Sensoren, dann basteln wir da auch nochmal. Und zwar hier ein paar rein und Sprengkapseln fehlen uns. Schade. Aber dafür können wir die ganzen Sensoren mitnehmen. Und den Ausweis. Was ist denn das? Ein lustiges Gesicht.
Komme ich da irgendwie rein? So. Okay, noch ein Terminal. Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum SCI-Med-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. So. Haftnotizen. 13.11.2137. Zelle 2. Marlo Henry. Verbrechen. Status unbefristete Inhaftierung. 18.11.2137. Zelle 1. Tanaka Mike. Verbrechen. 342. Trunkenheit. Status Ausnüchterung in der Zelle über Nacht. Mit Verwarnung entlassen. 2.12.2137. Zelle 3. Webster Robert. Verbrechen 343. Häuslicher Zwischenfall. Status entlassen wegen stationsweitem Sicherheitsverstoß. Audio nichts und Zubehör war auch nichts. So, eine Komponente haben wir noch gefunden. Jo. Dann würde ich mal sagen, speichern wir nochmal. Falls jetzt irgendwas schief geht, damit wir die ganzen Sachen hier nicht nochmal aufsammeln müssen. Und nochmal durchgehen. So. So, einen Flammenwerfer haben wir da. Elektroschocker, Revolver, Flammenwerfer. Ja, und ihr hängt ja alle nur hier rum. Ich muss mal wieder alles machen. Die Frauen sind hier irgendwie am sportlichsten, oder? So. Ich muss komplett zurück, ne? Die Tür ist zu, hier kann man auch nichts umstellen. Oh, mir gefällt der Flammenwerfer irgendwie gar nicht. Andererseits gefällt er mir schon. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Ich wollte schon sagen, also die Katastrophe, ne? Die haben wir schon hinter uns. So, wir müssen da vorne hin. Hier ist keine Tür. Da vorne ist auch nichts mehr. Gespeichert haben wir. Was war das nochmal? Das war ein privates Terminal. Das haben wir auch. Schloss mit Zugangscode? Echt? Habe ich das jetzt übersehen? Eine Sekunde eben kurz. Einen Moment. Dafür machen wir die Folge 2 Minuten länger. Aber hier will ich mal eben kurz gucken. Wo denn? Okay, noch ein Stück. Warte, hier? Zugangscode benötigt. Für was denn? Für die Tür hier oder was? Okay. Keine Ahnung. Irgendwie mag ich, nee, das nicht, das Ding. Aber irgendwie habe ich auch irgendwie habe ich jetzt auch irgendwie Angst, dass wir jetzt öfters Besuch bekommen. welches Terminal denn? Das da vorne. Das hier? Sieht gut aus. Klopf, klopf. Hört sich ja lustig an.
vorne in eine Tür? Nee. Ach doch, hier sind auch Löcher drin. Ich wollte gerade sagen, was mich ein bisschen verwundert ist, dass hier keine Löcher sind. Aber die gibt's hier auch. Hab ich nicht. Ich bereite mich nur schon mal vor. Ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass der vielleicht mal da drin ist. Da soll ich doch hin, ne? Ja. Tschüss. Ja, ich mag den Flammenwerfer jetzt schon irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt wo wir den Flammenwerfer haben, wird uns das Vieh jetzt die ganze Zeit nur noch auf den Kopf rumspringen. Aber ich hoffe mal, dass der... Ich hoffe mal, dass der da wirklich drauf reagiert. Ich hoffe nicht, dass er irgendwann mal immun dagegen ist. Weil ich habe ja mal irgendwo am Anfang gehört und auch gesagt gehabt, dass der irgendwie dazulernt. Und wenn wir uns die ganze Zeit irgendwo verstecken, dass der da auch öfters mal nachguckt. Was ich mir unter Umständen noch vorstellen kann. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Support. Ich bin im Systektor. Der ist hier schon. So, Moment. Wir müssen, wo müssen wir denn hin? Wir haben hier oben einen Ausgang. Transit, wo soll ich denn jetzt hin? Begeben Sie sich zum Server-Hub. Da ist der Server-Hub. Und ich komme zum Server-Hub. Wie? Hier über die Treppen, hier lang? Hm. Ich lasse das Ding mal draußen. Oder ich speichere nochmal. Sonst müssen wir die ganze Transitfahrt nochmal machen und alles. Also jetzt nochmal kurz speichern. So. So, mal gucken, was wir hier ändern können. Vielleicht können wir ein paar Türen öffnen. Instabiles System klingt schon immer echt vertrauenswürdig. Tabulator. Okay, wir haben nur den einen Raum. Oder? Ja. Ja, und Lautsprecher und instabiles System. Naja, lassen wir mal. Der läuft hier drüber rum. Wie gesagt, der wird uns jetzt die ganze Zeit nur auf den Kopf geschmissen. Zugangsgut benötigt, verdammt. Sag nicht, da hinten ist irgendwo ein Terminal. Hier schon mal nicht. Was ist hier irgendwo ein Terminal? Plasmaschneider benötigt. Haben wir das Ding nicht schon mal aufgemacht? Habe ich da nicht noch gesagt, boah, ist die stark? Oder war da wieder was anderes? Moment, das Ding kennen wir doch hier. Okay, hier ist die Tür offen. Ah! Ey, ihr Dreckschweine. Was? Finden und aktivieren Sie den Feuerlöschanlage? Leckt mich am Arsch, habe ich mich erschrocken. Bitte versammeln Sie sich am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Was? Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Moment. Alter, habe ich mich erschrocken. Was kommst du denn her? Was? Alter. Ist jetzt langsam mal gut. Wo ist denn hier die Feuerlöschanlage? Scheiße. Ist jetzt hier? Oh. Hab ich mich erschrocken. Hey. Ist das jetzt hier gelöscht? Warum explodiert denn hier auf einmal? Hätte ich halt instabile Systeme ausschalten sollen. War es das gewesen? Boah.
Ja, na gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und ob ich in dem Spiel vielleicht nochmal irgendwie zur Ruhe komme und nicht hier an jeder Ecke erschrocken werde, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Alien Isolation. Also bis zum nächsten Mal.